So Leute, und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir ein bisschen Minecraft Jump League. Bin zwar kacke in Jump'n'Runs, aber ist egal. Ich wollte einfach mal was anderes in meinen Videos spielen, außer mal Cores oder PvP und so. Ja, da falle ich auch schon direkt das erste Mal runter. Ist egal, darum soll es heute aber auch gar nicht gehen. Außerdem spiele ich ein bisschen Jump League, damit ich, weil ich hier ganz gut eigentlich reden kann. Genau, darum soll es aber wie gesagt heute auch gar nicht gehen. Und zwar soll es heute um ein anderes Thema gehen. Und zwar, wie ihr sicherlich hört, habe ich ein neues Mikrofon. Vorher habe ich ja immer mit meinem Headset-Mikrofon aufgenommen. Und ich denke mal, die Qualität sollte jetzt halt auch viel besser sein. Ich habe ein Tonor Q9-Mikrofon gekauft. Ich denke mal, steht auch im Titel. Genau, damit sollte auf jeden Fall die Qualität auch viel geiler sein. Ich habe das Mikrofon jetzt auch schon etwas länger, fast 2 Wochen. Ich kam nur leider nicht dazu, dieses Video zu machen, da ich momentan ziemlich viel Stress auf der Arbeit hatte und so. Deswegen jetzt erst das kleine Video. Ich habe das Mikrofon jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen, fast 2 Wochen. Also ja, ich habe auch schon 2-mal so mit dem Mikrofon gestreamt. Also die Leute, die mich aktiv verfolgen, werden das, denke ich mal, auch schon gemerkt haben in meinen letzten Streams, die aber auch schon ein bisschen her sind, dass ich bessere Mikrofonqualität habe. Also ja, da habe ich auch schon das ein oder andere Feedback bekommen, dass es sich geil anhört und so. Und ja, deswegen wollte ich jetzt aber nochmal ein extra Video dazu machen, dass ihr nur Bescheid wisst und so. Also nicht, dass ihr euch wundert oder so. Ich denke mal, jetzt werden auch wieder die nächsten Tage aktiv Videos kommen. Ich habe ein paar Ideen, was ich noch machen will. Ich werde auch wieder streamen, denke ich mal, die nächsten Tage. Mal schauen. Außerdem habe ich übrigens endlich wieder meine alten Pisco-Skin drin, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich ziehe mal kurz meine Rüstung aus. Genau. Hi. Ich habe endlich wieder meinen alten Skin drin und den Mädchen-Skin wieder rausgemacht. Also das haben sich ja auch einige gewünscht, dass ich wieder meinen Pilzkuss-Skin benutze. Und ihr habt es, denke ich mal, auch schon gesehen und denkt euch, wer ist dieser kleine Fratz da auf meiner rechten Schulter? Also von der vorderen Ansicht rechts, normal habe ich es eingestellt auf der linken Schulter, aber es ist halt von der vorderen Ansicht auf der linken Schulter. Ne, rechts, so rum. Ich bin schon ganz durcheinander. Egal. Dazu wird auf jeden Fall die nächsten Tage auch nochmal ein Video kommen, wo ich darauf eingehe, woher ich den habe und so. Also da könnt ihr euch auf das Video auch schon freuen. Genau. Wie gesagt, ich werde in den nächsten Tagen auch wieder Videos bringen. Gucken, dass ich streamen kann. Ach, und der erste ist schon fertig. Boah, das geht ja flott hier. Ich habe gefühlt nichts, aber ja, ich bin nicht mal letzter. Fast, keine Ahnung. Ich habe kein geiles Equip. Hatte ich nicht irgendwo ein Schwert in der Truhe? Habe ich es liegen lassen? Egal, jetzt habe ich halt nur eine Holzaxt. Keine Ahnung. Ja, ich werde hier eh direkt drauf gehen, denke ich mal. Gucken, ob ich mich da vielleicht einmischen kann oder so. Und dann werde ich vielleicht auch noch eine Runde spielen. Ich dachte gerade eins hinter mir, aber dann doch nicht. Ja, okay, Digga. Ja, komm. Erden für Equip, Alter. Ah, wenn jetzt kurz einen abgestaubt. Oh. Und da gehe ich schon wieder. Ja, komm, ich habe noch ein Leben. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich noch eine neue Runde und dann rede ich noch mal ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Ah, okay, ja, das war es dann auch für mich. Ja. Belastend. Guck mal, dass ich hier noch ein bisschen wegkomme. Ja, aber der Full Iron-Typ ist hinter mir her. Ja. Er hat sogar einen Bogen. Keine Chance. Ich kann einfach einmal hier durch. Und hoffe, dass der Iron-Typ sich dann da einmischt. Er ist sogar nicht mal hinter mir. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Er hat eh gewonnen. Ah, ist ja gerade... Ja, komm, keine Chance. Lass die mal beefen. Ich habe eh nur ein Herz. Ja, komm. Das war's, GG. Ich würde sagen, wir gehen kurz in eine neue Runde und dann reden wir nochmal kurz weiter. So, da sind wir jetzt auch in einer neuen Runde hier schon. Wie gesagt, die nächsten Tage gibt es dann halt ein Video, wo ich erzähle, wie ich an den kleinen Fratz da gekommen bin. Ich habe endlich da mein Pilzkuss-Skin drin und ja, ich kann auch sogar den Skin ändern von dem kleinen Fratz auf meiner Schulter. Also ich kann auch irgendeinen anderen Skin von euch nehmen, von irgendeinem YouTuber oder so. Ich guck da mal. Es ist ein 4er-Sprung. Aber im Moment fand ich es ganz geil, erstmal hier für die Aufnahme das Bein-Skin reinnehmen. Guck mal, vielleicht ändere ich das auch noch mal irgendwann. Ich muss hier hoch, ne? Das ist der Start. Wurde nicht gerade hingesprungen. Ich denke mal, die Truhe ist hier oben, ne? Nee.
Gut, aber gebaitet, chillig. You got gebaitet. You got gebaitet. You got gebaitet. Ach man. Ah, hier ist die Truhe, sehr schön. Bogen nehme ich auch mal mit. Keine Ahnung. Das kann weg. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht in der Runde auch einen Kill oder so krieg. Ah, ich hatte ja eben auch einen Kill, aber den habe ich ein bisschen gecleant. Ach, ich wurde schon wieder gebaitet. Mein Gott. Muss ich denn lang? Doch, ich muss hoch. Alter, was mache ich hier eigentlich? Ah, ich verstehe es nicht. Muss oben lang. Ich spiele kein Jump League, man merkt es mir vielleicht an. Ich bin eher so der PvP-Typ. Ich hasse Jump League, aber ich dachte, für das Video kann ich hier mal ein bisschen entspannt reden und so. Deswegen vielleicht Jump League ganz geil. Da muss ich mich nicht die ganze Zeit konzentrieren oder so wie beim Python. Deswegen ist vielleicht Jump League, dachte ich, ganz geil, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, weil ich doof bin. Egal. Gucken wir einfach mal. So. Ja, ansonsten habe ich eigentlich alles gesagt. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Da werden wieder Videos kommen. Freitag habe ich dann auch noch eine Ankündigung für euch. Also ja, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, das Video zu dem kleinen Fratz kommt die Tage. Aber vorher wird noch ein Video kommen, weil ich noch eine Sache ansprechen möchte oder ein Thema habe, was mir ganz wichtig ist im Moment für mich. Und das Video möchte ich gerne vorher machen und dann gibt es die kleine Story zu dem kleinen Fratzen, weil dazu ein extra Video, weil es eigentlich auch eine kleine Story ist, die ich dann in einem anderen Video erzählen kann. Und da quittet auch schon der erste. Chillig, Digga, ich bin zu doof, diese Leitern hier hochzuspringen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So. Und dann ist es ein Leitersprung, ja. Oh je. Rüber. Ah, als ob. Oh je, ich bin kacke. Wollte doch wenigstens noch die Kiste haben. Ich glaube nicht mal, das schaffe ich. Ich muss ja bis da hoch und dann da rüber. Ah. Halt doch nicht, chillig. Ach komm. Bin schlecht in Jump'n'Runs. Man sieht es mir vielleicht an, aber keine Ahnung, was soll ich sagen. Ich bin die Jump'n'Runs so zu meiner Verteidigung. Kein Plan, ich bin echt nicht der Jump'n'Run-Typ. Ja, komm. Ich schaffe nicht mal mehr die Kiste. Ich bin aber auch wieder nicht letzter. Ich habe eine ganz stabile Rüstung. Diesmal geht es um Equip eigentlich. Also, außer Schuhe habe ich halt wenigstens alles Gold, ne? Und das ist da vorne für ein Typ. Ah, direkt da. Ja, kommt, Jungs. Also, das ist doch jetzt ein Scherz. Also, sorry, aber da habe ich keine Lust drauf. Ja, komm. Ach komm, ja komm, lass mich alle in Ruhe, bitte. Ah, ist niemand hinter mir, oder? Nee. Immer ob ich mich da einmischen kann. Vielleicht. Ja, okay, doch nicht. Nee. Ich hab ihn getrappt wenigstens, okay. Weiß ich nicht. Ach komm, er hat auch noch einen Bogen. Ja, komm, ich hab ein Herz. Rennen, Bruder, rennen. Da ist ein Jach. Alter, komm, er sniped mich von 50 Metern. Chillig. Ja, schon wieder so ein Iron-Typi. Ey, was soll das? Ach komm, Jungs. Warum haben die denn alle so starkes Equip? Nicht mal letzter, aber immer kommen die Typen zu mir, die full Iron haben gefühlt. Ist doch lächerlich, sorry, aber. Ah, und er gibt mir auch komische Hits, Bruder. Jo. Das war's, Digga. Keine Ahnung. GG. Ist nochmal ein Kill wieder abgestaubt. Kein Plan, was ich dazu sagen soll, ey. Ja, Jump'n'Run, Digga, Jump League, absolut nicht mein Ding. Wollte aber auch nicht wie immer mein 500. Course-Video machen, deswegen dachte ich mir zur Abwechslung mal was anderes, Neues, wie auch immer. Ja. Ansonsten, lasst ein Like und ein Abo da. Ich weiß nicht, wann ich nächste Woche streamen werde. Ich muss mal gucken. Schau einfach mal, denk mal spontan irgendwann abends. Videos werden vielleicht daily kommen sogar bis Freitag. Muss ich gucken. Aber ich habe gerade sehr viele Ideen. Genau.
wie es mit der Arbeit hinhaut. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.